Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu GTA Online. Wir haben die letzten paar Wochen immer mal wieder diese ultra krassen Heists gemacht. Nein, Lester, diese Doomsday Heists. Gestern unter anderem die letzte Mission davon. Und ich habe nun genug Geld. Ihr seht, 3.323.829 Dares, um mir hier eine coole Basis zu kaufen. Also ich wollte am Anfang nur was Kleines, aber jetzt haben wir doch so viel Geld gescheffelt, dass es echt fett reicht. Das würde sogar für diesen coolen Bunker hier reichen, aber ich möchte den beim Windpark. Hier ist einer beim Windpark. Der kostet nur 1,8. Verstehst du? Das ist ja praktisch geschenkt. Ich habe hier aber auch eine Bikerbar, nur um das nochmal erwähnt zu haben. Ja, hier ist auch eine Bikerbar. Die besitze ich bereits. Aber für so ein Ding hatte ich nie genug Geld. Ich hatte nie eine Million und jetzt haben wir halt diese ganzen Heists gemacht. Da auch nochmal vielen Dank an euch, Jungs. So schnell wäre das sonst nicht zusammengekommen, wenn man immer nur so 300, 200.000 bekommt oder wie viel es halt ist. So habe ich gestern zum Beispiel beim letzten über 1 Million bekommen. Das war echt der Hammer. So, jetzt gucken wir uns hier mal um, was kann man denn da machen? Na, schauen wir doch mal. Wir haben doch Geld. Mein Gott, wir haben doch Geld. Ne, ich will mir den Kuruma noch holen. Ja, Kuruma heißt er, glaube ich, ne? Wobei mir hier jetzt aber auch nicht zwingt, was wirklich gut gefällt. Oh, sag bloß, das Grün ist cool. Ne. Ich glaube, ich nehme das hier. Das sieht irgendwie ein bisschen cooler aus wie das, oder? Ich muss jetzt halt ein bisschen drauf, obwohl da wird es wirklich zu dunkel. Das kann man im Nachhinein ja auch noch machen. Ich lasse es erstmal so. Können wir hier noch irgendwas anderes einstellen? Basisgrafik. Komm, wir nehmen wenigstens das hier. Wir nehmen wenigstens das hier, also bitte. Orbitalkanone. Ja, moin. Kostet eine läppige 900.000. Okay, erstmal nicht. Überwachungsraum. Außerdem erhalten Sie Zugriff auf die exklusiven Dienste eines Einsatzteams von Elite-Söldnern, mit deren Hilfe niemand in diesem Bundesstaat vor ihrem mörderischen Zugriff sicher ist. So, Lounge. Nach einem harten Tag als nahbarer Anführer eines landesweiten Verbrechersyndikats brauchen Sie einen Ort, wo Sie entspannen und Ihren Lakaien zuhören können, während Sie so tun, als würden Sie über Ihre Scherze lachen. Verfügbar in 3 Stilrichtungen. Da leckt mich doch am Ärmel. Was kostet der Scheiß? Ach Gott, das ist ja ein Schnippel. Schlafbereich. Sind Sie jemals betrunken aufgewacht und haben sich gefragt, wo sie waren? War die Antwort darauf jemals tief unter der Erdoberfläche in der Basis meines riesigen militärisch ausgerüsteten Verbrecherimperiums? Nein? Dann haben sie nicht richtig gelebt. Was kostet es? 150.000. Den Rest kann ich noch, soweit ich weiß, im Nachhinein einfach aufbessern. Seid ihr bereit? Achso. Kauf ausstehend. Kauf erfolgreich. Oh. Wegpunkt setzen. Dann fahren wir mal direkt hin, nicht wahr? Wir spielen meistens freitags GTA, aber auch ab und an so unter der Woche. Also einfach in den Livestreams. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Au. Und jeden Freitag ab ungefähr 21 Uhr oder 22 Uhr, je nachdem, wann ich starten kann. Es ist natürlich essentiell wichtig, dass ihr, wenn ihr mit mir spielen wollt, in die Crew eintretet. Hier, die Dummbabler, ja. Schön reinkommen. Mein Name hier ist der Dummbabler GK, also hier auf Social Club. Und ja, wir gehen einfach mal runter. Zickzack. Na. Wow. Wo ist er denn, der Heli? What the fuck? Oh, das sieht schon mal sehr nice aus. Als nächstes folgt dann natürlich die Yacht, ist klar. Oh, shit. Da ist unser überkrasses Logo, meine Damen und Herren. Wir sind die Dummbabler. Holla, die Waldfee. Wir haben echt alles hier. Der Mechaniker kann die ganzen krassen Ultrafahrzeuge verbessern. Was ist hier? Jetzt kaufen wir uns noch was Schönes. Und zwar bei Warstock. Aber der Preis ist noch zu krass hier bei dem Teil. Das ist auch was, was ich auf jeden Fall noch so geplant habe. Alter, was es hier alles gibt? What? Wo ist er denn? Bin ich blind? Oder ist der Kuruma hier nicht drin? Ich glaube, der Duco Death ist dasselbe wie der Kuruma. Aber irgendwie, der hat halt nur 2 Türen, ne? Gibt's den gerade nicht mehr, oder was? Wer ist hier unten dabei? Ja, moin. Da ist er doch. Ah. Muss ich den ersten Heist selbst machen, also selbst gestartet haben, dass ich das Ding kaufen kann? Kann das sein? Falls ja, ist es jetzt ein bisschen schwierig, ne, das auf die Schnelle zu machen. Ich glaube, da hole ich mir doch lieber den Zweisitzer, den krassen. Ich weiß, dass man einen Heist machen kann, wo man das Ding klauen muss und dann ist es günstiger. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich es jetzt gar nicht kaufen kann. Ist natürlich schwach, ist natürlich schwach. Dann wird es halt doch der da. Passt doch besser zu meinem Hauptauto, glaube ich. Es ist auch ein Duke. Das Fahrzeug wird demnächst geliefert. Dann gehen wir noch kurz zur Sekretärin. Ich habe nämlich eine richtig heiße Schnecke sitzen. Oh ja. Philipp, machst du das hier, gell? Sehr gut. Alfred. Alfred, was? Du musst es aber auch direkt kaputt machen, ne? Alfred, das Problem ist, dass du gar nichts machst, ne? Das ist, Sebastian. Ist es hier, was, Sebastian, was ist hier los? Überwachungskamera. Guck mal da! Da kann uns für ein Apfel und ein Ei voll die krassen Dinger holen. Ja, moin! Und Snacks. Kommt zu mir in die Basis, ihr könnt euch hier kostenlos Snacks besorgen. Hier bei Michelle auch. Das ist übrigens die Michelle. Ich zeig's euch mal kurz. Na? Merkt ihr was? Die habe ich mir ganz frisch gekauft, ne? Aus Malediven einfliegen lassen. Hallo, Michelle? Michelle, was ist denn das da? Was machst du noch gerade? Ist das Facebook? Gehen wir mal ans Telefon. Ich dachte, hier steht ein Bett, das ist eine Couch, okay. Und natürlich haben wir hier unseren Planungsraum. Boom. Hochfahren. Oh, geil. Ist das nicht cool? Jetzt schauen wir noch nach unserem Auto. Wo ist eigentlich die Michelle? Habe ich hier nicht im Handy? Nee. Oh, she. Guckt euch dieses Schätzchen an. Wir haben es geschafft, Leute. Mit einer NOS-Nitro-Kartoffel-Einspritzung. Vroom, vroom. Oh, der ist ja ultra krass. Achtung. Oh, wie hochgeschickt von mir. Das ist echt ein geiles Teil. Das schnaubt sich einfach über den Highway. Ein richtig starkes Gerät. Immer weiter. Weiter. Er zieht sich einfach hoch. Krass.
Wie gesagt, wenn ihr mit mir spielen wollt, dann könnt ihr gerne hier der Gruppe beitreten, der Crew meine ich, der Dummbabbler Crew und mich auch adden, der Dummbabbler GK. Dann können wir mal eine Runde zusammen dödeln. Meistens spielen wir, wie gesagt, freitags GTA in dem Livestream, ab und an aber auch schon dienstags oder donnerstags. Vergesst die Zeiten nicht, jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab ungefähr 21 oder 22 Uhr. Da schreibe ich dann meistens auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram, dass ich jetzt dann gleich live bin und vor allem in der Steam-Gruppe, da poste ich es auch. Also wer das nicht verpassen will, sollte einem der Sachen folgen, entweder bei Steam, Twitter, Instagram, Facebook, was weiß ich. Da bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Farewell. 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 Wow. Easy. Mach ich dir easy.